27 Jahre. So lang hat der 1. FC Saarbrücken darauf gewartet, gegen den 1. FC Kaiserslautern zu spielen. Und wer Geschichten sucht, die beide Vereine miteinander verbinden, der muss nicht lange suchen. Nämlich beim 1. FC Saarbrücken Sebastian Jakob, Steven Zellner, Niklas Schipnowski. Alle haben große Teile ihrer Karriere für den 1. FC Kaiserslautern gespielt. Und heute sind alles eingefleischte Blau-Schwarze. Gut, Sebastian Jakob, der war auch schon vorher beim 1. FC Saarbrücken, ist dann nach Kaiserslautern und wieder zurück. Es gibt immer wieder Spieler in der Rivalitätsgeschichte beider Mannschaften, die sowohl für den FCS als auch für den FCK gespielt haben. Und in diesem Video will ich mal auf 5 Spieler schauen, bei denen vielleicht die Fans des ein oder anderen Vereins vergessen haben, dass er mal für den Erzrivalen auflief. Die ganzen Cracks unter euch kennen wahrscheinlich diese Spieler, aber vielleicht gibt es ja noch den ein oder anderen Aspekt, den ihr bei der ganzen Geschichte übersehen habt. Also seid gespannt und freut euch auf unsere Liste der 5 Spieler, die schon für beide Vereine gespielt haben und wo wir es so ein bisschen vergessen haben. Spieler Nummer 1, Michael Nußhöhr, ein Abwehrspieler aus den 80er Jahren, der vor allem heute, würde ich mal sagen, eine Legende für die FCS-Fans ist. Es gab sogar mal einen Fanclub, der sich nach Michael Nußhöhr benannt hat, Dr. Nußhöhr. Der Doktor steht übrigens nicht dafür, dass Michael Nußhöhr einen Doktortitel hätte, sondern der steht tatsächlich für ein Getränk. Halber Fernet, halber Pernod, wer es kennt im Saarland, ein Doktor. Michael Nußhöhr stammt eigentlich aus dem Süden und kam irgendwann von der Jugendabteilung des FC Bayern zum SSV Ulm, hat aber sein Profidebüt für den FCS gefeiert. Beim FCS war er so gut, da ist er dem VfB Stuttgart aufgefallen, also ist er dahin gewechselt und hat in den 80ern einen Rekord aufgestellt. Er hat all seine Bundesliga-Tore für den VfB per Elfmeter erzielt, er hat sogar in einem Spiel 3 Elfmeter verwandelt. Das war 1986 für Stuttgart gegen Hannover 96. Kurz darauf trennten sich aber die Wege von Nußhöhr und dem VfB Stuttgart und er ging leider zum Erzrivalen, zum 1. FC Kaiserslautern. Uns ist das gar nicht mehr so sehr im Gedächtnis, weil nach nur 7 Spielen hat Michael Nußhöhr wieder den FCK verlassen. Er konnte sich nicht durchsetzen. Und er ging, Überraschung, zurück zum 1. FC Saarbrücken und dort blieb er bis 1992. Nach seinem Karriereende ging Michael Nußhöhr übrigens in die Schweiz und ist dort schon gut 2 Jahrzehnte relativ erfolgreich als Trainer unterwegs. Nummer 2 ist Andreas Brehme. Da sind es wahrscheinlich eher die FCK-Fans, die gar nicht wissen, dass Andreas Brehme auch für den 1. FC Saarbrücken gespielt hat. Es ist nämlich relativ klar, dass es sich hier um eine Legende des 1. FC Kaiserslautern handelt. Natürlich aber auch um einen Fußball-Weltmeister, 1990 in Rom, Finaltor gegen Argentinien. Aber angefangen hat das so ein bisschen mit dem 1. FC Saarbrücken. Denn Brehme kommt eigentlich aus Hamburg, aus dem Stadtteil Barmbek und hat dort für den Traditionsverein Barmbek-Uhlenhorst gespielt. Und eigentlich hätte sein Vater gern gehabt, dass Andreas Brehme zum HSV gegangen wäre, damals das Nonplusultra der Stadt. Heute irgendwie doch noch Nonplusultra der Stadt, aber irgendwie auch nicht mehr so gut. Beim HSV war aber schon seit geraumer Zeit eine andere FCS-Legende tätig, nämlich Felix Magath. Und Felix Magath hat damals Andreas Brehme empfohlen, geh doch zum 1. FC Saarbrücken. Und das hat Andreas Brehme dann 1980 getan. Und er hatte eine ganz passable Saison für den FCS gespielt, die aber leider mit dem Abstieg aus der zweiten Liga für den FCS geendet ist. Und was in Saarbrücken gut läuft, bleibt meistens den Konkurrenten aus der Pfalz nicht verborgen. Und nach nur einer Saison für den FCS ist Andreas Brehme dann zu Kaiserslautern gegangen und wurde dort zur Vereinsikone, ging später noch zu Bayern München, zu Inter Mailand, wurde Weltmeister und beendete seine Karriere dann 1998 mit dem Meistertitel für den FCK. Vielleicht hätte er das auch mit dem FCS haben können. Wir werden es nie erfahren. Nummer 3 und wir bleiben so ein bisschen zeitlich in der Chronologie, denn jetzt geht es um Wolfgang Seel. Wolfgang Seel ist natürlich ganz klar eine Legende des 1. FC Saarbrücken und heute auch noch Aufsichtsrat des Vereins. Es gibt noch einen anderen Verein, mit dem wir uns quasi Wolfgang Seel teilen. Das ist Fortuna Düsseldorf. Seine größten Erfolge hatte Wolfgang Seel als Spieler nämlich für die Fortuna. Da wurde er 2-mal Sieger im DFB-Pokal, hat Europapokalabende erlebt, die sensationell waren. Und auch heute wird er da in Düsseldorf natürlich noch als einer der stärksten Spieler in vielleicht einer der stärksten Vereinsphasen der Fortuna wahrgenommen. Das ist auch sehr berechtigt. In seinen ersten 5 Saisons für Düsseldorf kam er in allen Spielen zum Einsatz. Und er hat zum Beispiel auch beim 7:1 von Düsseldorf gegen Bayern München 2 Tore erzielt. Wolfgang Seel ist aber natürlich aus Kirkel und nachdem er seine ersten
Schritte als Fußballer beim SV Kirke getan hatte, kam es, wie es kommen musste, die talentiertesten Fußballer im Saarland landen ja oft beim 1. FC Saarbrücken. Mit 18 ist Wolfgang Seel zum FCS gewechselt, das war 1966 und da hat er dann bis 1971 gespielt und gehörte zu den Stammkräften. Dazu muss man aber bedenken, der 1. FC Saarbrücken war Anfang der 60er ja noch im Kreis der Bundesligisten, hat sich aber vom ersten Abstieg aus der Bundesliga nicht so wirklich erholt. Und in dieser Phase hat dann Wolfgang Seel für den FCS gespielt und irgendwann hat dann der 1. FC Kaiserslautern, der in den 70ern vielleicht auch nicht mehr so stark wie noch 20 Jahre zuvor war, aber immer noch zum Kreise der Bundesligisten gehörte. Sprich 1971 hat Wolfgang Seel den FCS verlassen und wechselte für 2 Jahre zum 1. FC Kaiserslautern. Für den 1. FC Kaiserslautern hat sich das übrigens 2 Jahre später sehr gelohnt, 1973. Als man Wolfgang Seel dann nach Düsseldorf verkaufte, brachte das 300.000 D-Mark ein. Aber wie wir wissen, war damit ja noch nicht das Kapitel Wolfgang Seel und der 1. FC Saarbrücken zu Ende. Und jetzt ist wieder die Brücke zu Andreas Brehme da. 1982, nämlich ein Jahr nach diesem Abstieg, den auch Brehme miterlebte, gab es so eine Art Wiederaufbau beim 1. FC Saarbrücken. Und da ist Wolfgang Seel zurück ins Saarland gekommen und hat zusammen mit Walter Müller mehr oder weniger die Mannschaft übernommen. Und wie wir alle wissen, da war er zwar schon im Herbst seiner Karriere, hat aber nochmal kräftig aufgespielt und ist mit dem FCS zurück in die erste Liga gekommen. Und deswegen zu Recht auch eine Legende, die wir uns mit Düsseldorf teilen und vielleicht ein bisschen mehr als FCS-Legende ansehen, den guten Wolfgang. Nummer 4 in der Liste ist ein Wechsel, den ich damals als Fan nicht verstanden habe. Den vermutlich auch alle Fans des 1. FC Saarbrücken heute noch nicht verstehen. Vielleicht wissen ganz viele Kaiserslautern-Fans gar nicht, dass er je stattgefunden hat. Die Rede ist vom ehemaligen ägyptischen Nationalspieler Hani Ramsi. Hani Ramsi war eigentlich ein sehr, sehr guter Innenverteidiger der 90er Jahre in der Bundesliga. Zuerst für Werder Bremen und dann später für den 1. FC Kaiserslautern, so eine Art Ziehsohn von Otto Rehhagel. Für Kaiserslautern spielte er dann bis 2003 etwa und dann kam eine schwere Verletzung, die ihn eigentlich fast schon zum Sportinvaliden machte. In der Zeit blieb er zwar offiziell Spieler des FCK, machte aber nebenbei seine Trainerausbildung und verließ 2005 den Verein und war vertragslos. Eigentlich Sportinvalide. Denn 2005 war der 1. FC Saarbrücken, sagen wir mal, in Abstiegsnöten in der 2. Bundesliga und hatte einen neuen Trainer, Rudi Bomb. Und wie es neue Trainer gerne so mal machen, die bringen auch mal neue Spieler mit oder die fordern, dass man neue Spieler kauft. Und um die Abwehrprobleme zu lösen, hat man damals Hani Ramsi unter Vertrag genommen. Hani Ramsi, der eigentlich schon fast seine Karriere beendet hatte. Für den FCS machte Hani Ramsi dann tatsächlich auch nur 4 Spiele und ging relativ schnell wieder. Eigentlich tut es mir fast leid, dass ich die Erinnerung jetzt für dieses Video wieder hervorgeholt habe. Aber wir wollen ja 5 Spieler bringen. Der letzte Spieler, ich bin mal mit dem Status Legende ein bisschen vorsichtig. Vielleicht Legende für die FCS-Fans der jüngeren Tage, denn es handelt sich um Nico Weisband. Einer, der Anfang der 2000er als Jugendspieler beim FCS den Durchbruch versuchte, aber nie so wirklich schaffte. Zwischenzeitlich ging er mal zum SVW in Taunusstein, heute SVW in Wiesbaden, und kehrte dann zum FCS zurück, spielte aber hauptsächlich in der 2. Mannschaft, die man damals auch Dieter Ferners Blue und Black Army nannte. Vielleicht hat er den richtigen Moment verpasst, nach oben durchzubrechen, und irgendwann entschloss er dann 2005, er geht zum FK Pirmasens. Bei Pirmasens blieb Nico Weisband dann 2 Jahre und wechselte dann in die 2. Mannschaft auch wieder vom 1. FC Kaiserslautern. Das tat irgendwie eingefleischten FCS-Fans und solchen, wie ich es bin, die auch gerne mal zur 2. Mannschaft damals gegangen sind, ein bisschen weh, ihn da im falschen Trikot zu sehen. Und plötzlich war der FCS dann auch nicht mehr Zweitligist, sondern nur noch Oberligist und brauchte wieder so eine Identifikationsfigur im Mittelfeld. Und das war die Stunde, in der man beschloss, Nico Weisband zurückzuholen. Und es sollte eine gute Entscheidung sein, denn für den FCS erlebte er danach 2 Aufstiege, nämlich von der Oberliga in die Regionalliga und von der Regionalliga in die 3. Liga. Später machte er noch so eine kleine Tour de Saar und spielte noch für Homburg und Neunkirchen. Am meisten verbunden bleibt Nico Weisband doch dem 1. FC Saarbrücken, bei dem er heute Jugendtrainer ist. Ich hoffe, euch hat diese kleine Einstimmung zum Derby zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern gefallen. Wenn ihr noch mehr Inhalte zum 1. FC Saarbrücken in Videoform, in der Regel sind das Spielkommentare, möchtet, dann abonniert doch diesen Kanal oder gebt ein Like auf dieser Facebook-Seite. Und falls ihr mehr Geschichten zum 1. FC Saarbrücken, seinen Fans und seinen schweren Jahren in der Oberliga lesen wollt, dann
lies doch mein Buch. 1. FC Saarbrücken Fußballfibel. Bisschen Product Placement muss ja auch mal sein. Bis zum nächsten Mal.